Und online. Okay, cool. Crafting Dead Round 4 for today. Ich bin am Suchten. Muss aber einzelne Parts enden, halt, wie gesagt, weil. Mit kleinen Unterbrechungen. Also, ich will euch nicht beim. Ich will hier nicht so, hier so auftreten mit. Lasst mich einfach hier liegen. Und schaut beim Fressen mir zu. Darauf habe ich nämlich irgendwie keine Lust. Hör auf mit dem Rummi-Hässle hier. Rummi-Hässle. Kein Rummi-Hässle hier. Ja, gut, deutsche Let's Plays sind halt wirklich irgendwie so ein bisschen, das klingt so ein bisschen mein Englisch, ich weiß nicht, so ein bisschen etikettiert, so, ich weiß nicht, ein bisschen unter Zugzwang und gleichzeitig, ich muss mal gucken, starte ich jetzt in der Lobby? Lobby, gut, kann mir jetzt was machen, ich muss mal kurz gucken. Ich habe gesagt, irgendwo hatte ich hier eine Brille. Irgendwo hatte ich hier eine Brille. Das ist, glaube ich, manchmal ganz cool, wenn man mit Brille spielt. Brille! Brille! Wo ist meine Brille? Ich sollte auch mal hier irgendwie. Hier ist eine Brille und die ist aber defekt. Ja, da haben sich hier Leute drauf gesetzt. Das ist so. Ich hätte zwei Brillen, haben sie mir schon kaputt gemacht hier, wenn man mal Gamer Runden auflegt, sag ich so. Das ist gar nicht gut! Wo ist denn meine Brille? Brille! Keine Ahnung! Hier gerade. Ich hatte eine Brille! Wo ist denn meine Brille? Hier vielleicht drin? Nein. Brille! Brilletui! Mit Stift voll Surface. Okay. Das ist sehr, sehr merkwürdig. So viel Zeug hier gefunden. Oh. Mein Parfüm. Das war Armani Parfüm. Ich weiß echt nicht, wo habe ich denn meine Brille hingelegt. Ich hatte irgendwie neulich mal eine Brille. Das war auch irgend so eine. Keine Ahnung, was ich hier habe. Zack, mal ohne. Wir sind relativ zielgenau, wenn der PC nicht streikt. Okay, gut. Wir fliegen hier auch nicht raus bei Inaktivität. Slash Warp müssen wir eingeben. Warp. You don't have Gunmaze. Warp. Ich habe jetzt einfach Rechtsklick gemacht und lande in der Gunmaze. Was ist denn das für ein Gunmaze? Kennt man sich hier. Das ist mein erstes Mal in dieser Gunmaze. Ah, hier ist Safe Zone. Okay, cool. Gut. Wenn ich jetzt hier reingehe, der geht da rein. Gut, okay, Gunmaze. Ihr kennt das noch nicht. Das Spielprinzip ist folgendes. Man startet hier, sammelt so viel Loot und drückt Spawn und haut dann wieder ab und landet auf der richtigen Map. Ich habe zweimal irgendwas gefunden. Mac 10, okay, gut, lass uns wieder abhauen, würde ich sagen. Oh, hier kommt viel Loot. Hier kommt viel Loot in kürzester Zeit. Gut, ich gehe jetzt mal nach da. Ich habe wirklich viel gefunden. Ey, jetzt geht's ab, Leute. Gut. Nicht sterben, nicht sterben. Mac 10, okay, jetzt raus. Man braucht auch nicht so viel, man braucht halt nur irgendwie mal was Richtiges, halt so. Gut, und wir sind auf der richtigen Map. Das ist super, dass das wieder funktioniert mit der Gunmaze. Das wertet das Spiel immens auf jeden Fall. Ihr kennt das noch nicht. Also, falls Stefan Kühne jetzt zuschaut mit Basti und Ronny, ich weiß nicht, wie er weiter heißt. Ich habe die alle unter YouTube-Bock eingespielt. Ja, das ist halt, wie gesagt, Minecraft, Crafting Dirty Mod für Minecraft. Ich habe jetzt hier nichts zu essen auf jeden Fall gefunden in der Gunmaze. Aber ich glaube, da gibt es auch weniger was zu essen. Ich bin hier irgendwo und es wird immer dunkler. Ich muss jetzt hier mal gucken. Hier gibt es halt Städte so. Und da kann man halt sozusagen Survival spielen. Und ich bin Mark Miller-Reevner. Sechsfach ausgezeichnet mittlerweile in Los Angeles. Alles.
die fleißigen Amis da gewesen auch. Und das sind auch US-Server, auf denen wir spielen. Das muss man halt mal erwähnen, weil wie gesagt, die... Ich weiß gar nicht. Jetzt bin ich hier mitten in den Wald reingelaufen. Keine Ahnung. Och Leute, das ist doch wieder scheiße. Ich laufe jetzt mal hier weiter. Ich bin jetzt, glaube ich, mittig, so schräg links. Ich kann jetzt mal Koordinaten gucken, aber es würde mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ich muss mir das wirklich mal... Minecraft hat run out of memory, bestimmt, oder? Ja. Und da kam gerade irgendein Zombie, nicht, dass ich jetzt tot bin. Ach, das wäre doch schlecht. Ja, ich bin tot, ich wusste es, diese dämlichen scheiß Kackbratzen da. Ach, ich hätte doch wenigstens hier... Lass uns mal hier in die Gunmaze nochmal und irgendwie jetzt mal ordentlich absahen, ne? Das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Zack, und drin. Nicht. Warp, Gunmaze. So gut, hier sind viele Spieler, hier sind Banditen, ey. Banditen. Welcome to Gunmaze. Okay, ich gehe direkt mittig rein. Links war ganz gut, da habe ich viel gefunden. Links war ganz gut, da habe ich viel gefunden. Kurz noch warten, hier ist mir zu viel los. Ich dachte, hier geht schon los mit, also hier wirklich übelster Battle, ja, also. Das könnte man mal machen in der Gunmaze. Ich werde mal gucken. Ich ziehe mir jetzt, gib mir dieses Surge. Kann ich dem hier die Spritze geben? Warte. Ist so assi, Alter. Hier richtig assi. Mit dem. Warte, jetzt hol ich mir. Nein, komm, geh mal rein. Hat er den Zombie-Virus? Hat er den Virus? Das ist eklig. Warte, ich lasse ihn gleich liegen hier in die Spritze. So, Starnak habe ich. Okay, ich ziehe mir die Doktorkluft gleich aus, weil wir sind Deutsche und wie gesagt, wir müssen mal irgendwie hier ein bisschen Abstand wieder gewinnen zu dieser ekelhaften Zeit da. Clean Rack, okay, gegen Blutung. Ich brauche. Gib mir doch mal irgendwas raus. Oh ja, das ist ja krass abgefahren. Hier sind noch Red Dot Chain und Tactical West. Und da ist ein Spieler und weg. Und wohin habe ich jetzt hier so viel? Das schon habe ich doch gar nicht eingesammelt. P250 habe ich noch. Beatboard, Spitznachtchen, nehmen wir natürlich gern mit. Oh oh, Scheiße, Mann. Weg da, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ach, Scheiße, Mann, ist das anstrengend. Aber die haben mich in Ruhe gelassen. Ich habe jetzt ja einfach nur aufgesammelt für FFL-Magazin. Oh Mann, Scheiße, das ist doch. Scheiße, Mann. Ah, das ist doch wirklich zum Kotzen, Alter. Ah. Ich bin auf Diät, steht da nicht, oder? Nee, Diät schreibt man mit T. Gut, okay, na gut, das war auch. Ich hatte, glaube ich, keine zugehörigen Magazin oder so, also ist nicht schlimm. Die freuen sich natürlich. Hier war das. War ich? Was ist denn da eigentlich? Gun Run, ne? Veteran. Ach nee, hier bin ich. Assassin, $100. Kann ich mir hier irgendwas kaufen? Veteran? Kann ich? Von den meisten Dingen? $45. Ist es in-game? Oder ist es echtes Geld? Rider. $30? Wie viel Geld habe ich denn? $17. Okay, $17. Krieg ich einen Döner oder so, oder? Survivalist. Kann ich auch nicht. Das ist echtes Geld. $15 Survivalist. $100, was kostet $100? Veteran. Assassin. Na ja, gut, das ist aber Banditen. Last Soul. Soulcatcher. Na gut, Soulcatcher $200. Da hast du, glaube ich, alles drin ausgesorgt. Drin wahrscheinlich. Da kannst du Slash Kit Soulcatcher oder so machen. Wahrscheinlich dann. Und da hast du dann ordentlich Punkte gesammelt. Ich habe ja nur Slash Kit Starter. Das müsste eigentlich wieder verfügbar sein. Das habe ich mir noch nicht geholt. Ne? Im Part 3 oder so hätte ich mir, habe ich überlegt, ob ich mir das hole. Okay, gut. Das ist schon mal ein. Ihr hört, es geht wirklich jetzt zur Sache da. Das ist irgendwie cool. So, ich habe, wie gesagt, das packe ich mal hier in Sicherheit.
Da hinten ist keiner, doch da hinten sind zwei. Ich in Ruhe. Ich bin doch nur ein ganz friedlicher Mexikan. Mehr, mehr, mehr. Remington Magazin. Remington, na gut, ich verpiss mich sofort, Leute. Ja, yeah, hat nichts. Lord Thomas, ja, nee. Nee, nee, nee. Dode ist er. Dode Thomas. Oh, eine ABP und eine Standardbox. Okay, G36, ABP. Okay, lass uns verpissen jetzt. So, und raus. Okay, gut, wir haben eine ABP und starten hier irgendwo. Wir wollen sie auf dem Dach legen und dann einfach alle umrotzen, was hier so rumläuft. Das kann ich auf jeden Fall. Hab ich nicht. Ich habe so ein ABP-Magazin gerade gesehen. Habe ich das nicht aufgehoben? War das alle? Ach, das ist ja doof. Viele Spiele auf dem Server. Oh, jetzt sind noch mehr. Wie viele Hochkriegen? 2, 4, 6, 8, 9, 27, glaube ich. Ah, scheiße, nicht die Zombies. Nicht! Lass mich! Lass mich doch mal in Ruhe hier! Und der kam angerannt, hat er gesehen. Ach, ich. Das ist wirklich hardcore jetzt gerade. Aber ich habe genug Antidepressiva gerade gefressen, damit ich halt mich über Wasser halten kann. Und nicht gleich verzage und aufgebe. Das ist Kurkuma, mein Lieblingsgewürz jetzt gerade. Der ist halt Ingwer Kurkuma, echt wirklich gutes Zeug. So, hier dreimal Medizinblut oder so. Das ist schon mega gut, wenn man hier startet. Ey. Das kommt, glaube ich, nur, wenn man. Was hat man hier? Dirty Rack, Clean Rack. Clean Rig. Ich nehme 3 Clean Rigs mit 2 von den Spritzen. Hier ist wirklich überall Medizin mit, oder? Ist ja cool. Oh, der geht da hoch. Der hat eine Scharfschützenposition. Das ist ja ätzend. Da kommt der kleine Sachse durch. Und wo ist denn die Munition hingefallen? Ich hab hier doch gerade. Ha, jetzt habe ich nämlich gleich was. Hier, der hat er nicht. Nee, da hinten ist nicht. Ah, scheiße, Mann, Heckenschützen. Hier oben irgendwo, oder? Oben, Heckenschützen. Oben. Vielleicht Blut auf jeden Fall nicht. Gut. Ah, scheiße, Mann. Was war denn das jetzt? Ich habe noch nicht mal gesehen, wo es herkommt. Hat der oben sein Gesicht? Wieso und durch? Ah, er hat weggemacht. Irgendwie, oder? Hat er den gefressen? Miau. So, okay. Clean Rack, jetzt kann man die Dirty Rack tun. Dirty! Let's get dirty! Dum-dum-dum-dum. Ich hab fast gegen gebrochene Beine und mein. Mann, dieser. Lass bitte mal in Ruhe, Alter. Ich hatte noch nicht mal. Der hatte wenigstens schon einen Hackball. Das ist unfassbar fies gerade gewesen. Diese komische MG da war eigentlich, also den Einspieler habe ich gekriegt, aber irgendwie manchmal irgendwelche Gegner hier umrotzen oder so, einfach, das ist manchmal schon krass. Aber mit der Gunmess, glaube ich, steigt die KD auch.
Also gut. Nee, ich glaube nicht, dass die KD dadurch steigt. Ich glaube nicht, dass die KD dadurch. Also die Kill-Rate. Kill-Death-Rate. Ich denke nicht. Es ist ja noch nicht das Hauptspiel hier. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann steigt. Oh. Nein! Ah! Der hatte so viel! Ah! Oh nein! Ah. Ich laufe jetzt hier wieder los und fall nicht. Der hat sich. Also wie gesagt, ich hatte ja da. Ich glaube, ich habe meinen eigenen Caddy wieder gesehen. Ja, jetzt geht da alle hin. Idioten. Schmeißt da einer eine Granate hin, hat er gleich eine Killrate von 4, 5 zu 0 oder so. Ja, schlag mich wieder die Passo, Alter. Ich bin mal Ruhe. Title! Ich muss hier kurz raus, um akklimatisieren zu können. So, jetzt bin ich wieder drin. Nam, leckere Thai-Nudeln gefratzt grad eben. Nam. Aber wenigstens ist es jetzt relativ zügig hier alles mit Medizin und hier kann man sich noch überlegen, ob man. Nein! Lass mich! Der hat auch noch die Augen von so einem scheiß Typen hier, von so einem Enderman, ey. Ekelhaft. Ich sollte vielleicht überlegen, ob ich mir nicht einfach so ein bisschen Medizinloot hole und dann auf der Map kann man sich. Ah, jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum die Spieler immer so krasse Waffen schon haben, ja. Also ich wusste nicht, dass die Gunmails. Ich habe mal irgendwie von gehört, dass die Gunmails wieder reaktiviert werden soll und so. Und das ist jetzt. Ich habe die jetzt gerade wirklich erst live hier im Stream gefunden. Schön. Gleich sauber gewaschen. Schön. Da sind ja viele Dote. Nicht? Das ist gleich tot umgefallen, ne? Ist ja krass. Leute, da ist ein Spieler. Nein, da kam schon wieder einer. Von hinten. Ah, scheiße. Und ich hab statt irgendwie wegrennen, hab ich E gedrückt für Menü. Ich Idiot! Idioter! Ich kann auf jeden Fall sagen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das Spiel hier. Also die Gunmails, guck doch einfach mal hier, wie viele Spieler hier online sind. Die sind doch fast alle da drin. Das ist doch. Da lag eine Granate, oder? Der lag. Nein, der lag. Ah, ich Idiot, springe dann auch nicht hier rein. Militärloot. Ah, meins. Antimittelpflaster. Da noch ein Tuch? Ah, meins. Die Doktormasken hier sind widerlich irgendwie. HK417. Mossberg. Na gut, einfach mal ein bisschen was nehmen und so. Ah, scheiße. Mann, die haben alle Waffen. Da kann man wirklich. Ich brauche ja 10, 12 Schläge für so einen Gegner, wenn ich keine Waffe habe. Also, wie gesagt, das ist halt. Übertrieben, ja, ich gehe gleich, ich gucke jetzt, ich brauche nur irgendwas, Mann, ich, Gunmess ist jetzt heute wirklich, das erste Mal wieder Gunmess war früher cool, aber wir sind mit mehreren Leuten da reingegangen, das war dann schon irgendwie, du kannst sie dann besetzen und kannst da halt sozusagen eine erhabene Position suchen und dann die alle anderen platt machen, so. Das ist halt schon mega cool, so. Habe ich früher auch wirklich mehrmals richtig erfolgreich, glaube ich, gelootet da drin. Wie gesagt, ich bin ja schon zweimal auf der Map gewesen, aber dann hier irgendwie. Also, ich glaube, ich hätte mich. Ja, du kannst dich ja auch nirgendwo in Sicherheit bringen, also. So, jetzt hier nochmal lang. Der hat nichts. Der hat nichts. Nein, weg! Ah. Das ist doch so scheiße. Also, wie gesagt, das ist jetzt gerade der Gunmaze reaktiviert Noobie Stream irgendwie, würde ich es fast nennen, so, weil
Also wie gesagt, die sind da bestimmt auch hier die Banditen rotten sich, glaube ich, zusammen, guckt doch, die greifen sich nicht gegenseitig an, da sind da Banditen drin so. Ja, hier, er hat auch keine Waffe, lass mich einfach in Ruhe. Der zieht ein halbes Herz ab, Mann. Das ist ja wirklich, wie gesagt. Das hole ich mir ab. Das war ich davor, glaube ich. Okay, hau ab. Ach, Mann. Das ist wirklich, das ist ein Minigame. Das ist nicht das Original Minecraft Crafting Bad halt. Das ist ein Minigame, was sozusagen auf der richtigen das so ein Vorlevel bildet, wo man sich ausrüsten kann, was irgendwie gerade neu kam, irgendwie in den letzten Wochen. Vor 2 Wochen haben wir ja gesehen, das Update oder so, da kam dann, glaube ich, die Dings wieder mit rein. Die Gunmaze. Dr. Klausen. Oh, der hat so Augen wie Yu-Yu Monster, diese japanische Cosplayerin. Die ist nicht Cosplayerin, die ist irgendwie so Monster. Monster Might! Eine Monster Might. Eine Monster Might. Ah, die sieht geil aus. So. G36 Munition. G36 Munition. Scheiße, Mann, da steht einer. Der rüstet sich, glaube ich, aus, wa? Ah, hier brennt's. Shotgun. C4 Ding und so. Wasserflasche, nehme ich mit. Hab ich hier noch was? Oh, scheiße, da kommt einer, da kommt auch einer. Nein, hau ab. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Wenn ich hier wenigstens den Befehl schon mal eingeben könnte, /spawn oder so. G36 Munition. Mann, ich hau jetzt wieder ab. Das Munition ist krank, oder? Ich habe jetzt aber noch keine Waffe. Ich habe eine G36, aber keine Munition. Ah, was mache ich? Was mache ich? Ich habe einen Health Kit. Nein, hau ab! Ah. Ja, wie sie alle schießen. Ja, schießt in alle Richtungen, ihr Idioten. Verballert eure Muni hier. Die verbarrikadieren sich hier drin. Wirklich ohne Scheiße, verbarrikadieren sich hier drin. Und dann schießen hier alles nieder, hier drin, obwohl die noch nicht mal auf der richtigen Map sind. So. Völlig abartig. Hau ab. Erneuern. Okay. Ich hau jetzt ab. Nein! Ah! 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 Das gibt's doch nicht! Ich hab noch eine Waffe. Cool! Ich hab eine M. Ja. Wo kam das denn her? Junge! Miau, miau, miau. Ich sollte. Wo hab ich denn die jetzt her, sag? Leaderboards. Ach, das ist jetzt hier. Okay, das ist depressing jetzt gerade irgendwie. Aber ich habe so viel Antidepressiva drin, das levelt mich hoch. Was wie Sergeant Mode. Hat mich nicht umgebracht, macht mich stark. Ich habe eine FNFL, die will ich nicht verschenken. Die wird vielleicht irgendwann Gold oder so, ich weiß nicht. Ihr Assis, ja, ihr Assis. Ja, ihr rottet euch wieder zusammen bestimmt. Kann ich alle enden, sowas. Ich brauche ein Team. Ich brauche ein Team, dass ich hier nicht alleine rumstiefeln muss und so. Das wäre schon toll. Wenn ich jetzt in die Mitte, da kommt der jetzt raus. Ja, okay, ich gehe jetzt raus. Okay, soll ich mich verziehen? Ich glaube, ich habe auch noch nicht viel, oder? Zwei Rucksäcke. Puh. Irgendeine Waffe habe ich auch nicht. Ich habe noch nicht mal eine Waffe. Das hat Igel. Ich kann halt sagen, ich habe ein bisschen Zeug, so, um ein bisschen zu überleben oder so. Knapp. Wenn die Nahkampfwaffen haben, ist es hier drin wirklich ätzend. Da kannst du richtig. Bist nur noch am. Okay. Da ist noch was. Sporter. Hier ist noch was. Pepe Soda. Soda beim Militärloot. Ihr wollt mich so verarschen. Drei Rucksäcke. Ammo-Backpack. Kannst du doch sowieso in jeden.
Ja. Und weg. Jetzt auch. Ah, weg. Juhu, ich hab's geschafft. Juhu. Na, 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 na. Habe ich AK-47? Das ist ein FN-Alpha. Stimmt. Was habe ich denn hier noch aufgesammelt gerade eben? M1 Garand habe ich aufgesammelt. G6 Trench Gun. Was ist ein Trench Gun? Habe ich Shotgun Rifle? Habe ich auch nicht. Amu Backpack. Horde Items. Das geht doch gar nicht. Das ist doch gar nicht. Ich nehme den schwarzen Rucksack. Ich habe 3 große Rucksäcke. Penetration. Eine Granate. Ich habe keine. Ich habe eine Trench Gun. Das ist, glaube ich, auch sowas wie. M1 Garand hatte ich doch, oder? M1 Garand, ja. Ich habe eine M1 Garand. Okay, gut. Schön, ich habe wenigstens was. Na gut. Ah, ich kann mir das Scope ranbauen. Ihr seht meine Waffe übrigens nicht. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig manchmal. Also ich bin hier mitten auf einem Berg und kann jetzt hier eine Heckenschürze machen. So, okay, machen wir mal ein Scope ran, wa? Ein bisschen upgraden hier, das Teil. M1 Garand, weil der M1 Garand hat halt, wie gesagt, erstmal nichts dran. So. Scope. Das ist ja schon mal ziemlich toll. Also wir sind jetzt endlich mal im Hauptspiel drin und wollen natürlich auch hier ein bisschen überleben auf jeden Fall. Habe ich irgendwie einen Schokoriegel, hatte ich glaube ich noch, ne? Ich glaube, ich muss mich langsamer in, wo sind wir denn hier? Ach, das ist wieder dieser gute Stadtteil, wo man auf jeden Fall Essen und Trinken findet. Okay. Essen und Trinken findet man hier schon. Ah, das ist jetzt aber keine Nahkampfwaffe dann auf jeden Fall. Das ist dann auf jeden Fall schon wieder ein bisschen schlechter. Oh. Oh. Ich hab mir nicht die Beine gebrochen, das ist sehr gut. Kampf einfach die Granate war. Ich mal auch aus Versehen irgendwie direkt vor mir runterfallen lassen, so ein Teil. Also bei einer Horde Zombies oder so kriegt man die schon gut viele Platten mit. Also ich habe das eigentlich mal ein bisschen trainiert. Was waren rechts ist, glaube ich, Weitwerfer und links ist nahe oder so, ne? Warte mal, ich guck mal noch mal rein zur Sicherheit. Left click to throw far. Okay, gerade vertauscht, throw close ist. Rechts ist nah dran, links ist weiter weg. Ich sollte mich hier vielleicht auch irgendwo verbarrikadieren. MRE? Brauche ich nicht. Hier fehlt Loot. Brauche ich nicht. Raw Explosives. Was man damit alles machen kann. Ich habe noch nie so ein Explosive hier zum Dings gebracht. Aber ich brauche keinen Rucksack mehr. Ich glaube, ich habe genug Rucksäcke und bessere Rucksäcke. Ammo Backpack. Wozu ist das denn? Backpack Content. Ich brauche den nicht. Ammo Backpack. Du kannst jedes Ammo da. Ihr habt doch gesehen, ich habe jetzt in den anderen Rucksack der Ammo reingesteckt. Also für Waffen ist es richtig. Für Waffen ist es, es sei denn, man könnte da Waffen rein. Das ist ja schon wieder hier ein bisschen ätzend. 2 Millionen Installationen, 20 Millionen Starts. Dieses gute Kaffeezeug. Ich mach mal ein Kippchen. Mojang, ist das nicht eigentlich Microsoft aufgekauft, dieses Mojang-Zeug? Das ist doch jetzt Microsoft, oder? Aber Mojang ist das entwickelt. Na gut, das ist wahrscheinlich sozusagen Teil aufgekauft, dass das halt sozusagen irgendwie als Microsoft integriert in so ein Sub-Studio-Genre oder so mitläuft oder so wahrscheinlich.
Notch hat damit, glaube ich, gar nichts mehr zu tun. Ach, das ist ja wirklich, also wie gesagt, in Gunmace, da geht es ja richtig zur Sache, ey. Gunmace ist ja von dem Hardcore-Survival-Style, was sowieso da irgendwie läuft, ist wirklich schon mega anstrengend. Welche Nachbarn hier gerade ankommen. So, okay. Also hier ist bestimmt, also hier fehlt der Loot, also hier ist bestimmt auch irgendein Gegner. Trench Gun. Was ist denn ein Trench Gun? G36 ist wirklich auch cool so. Ich müsste irgendwie die für Nahkampf wahrscheinlich nehmen dann, aber hier. Ich glaube, die ist effektiver für Nahkampf hier, also die wie heißt die? M1 Grant, ne? M1 Grant, ja. Oh, da kommt der. Ich sollte auf jeden Fall mal probieren, damit zu schießen. Ich glaube, möglich ist immer das Fadenkreuz, ist ja klar. Also. Ich habe jetzt hier kein Fadenkreuz dran, also das ist halt wirklich eigentlich ein Scharf, also für weitere Distanzen so. Muss man aber hier eine Nahkampfwaffe mal ausrichten. Habe ich hier irgendwas gehört? Ich nehme jetzt das MAE erstmal. Da war doch gerade jemand reingegangen. Hab ich doch gesehen. Das ist ein Zombie, oder? Ja. Ich muss jetzt hier mal gucken. An dem Strand, da glaube ich, an dem Pier, sind, glaube ich, auf jeden Fall immer Spieler. Da ist ein Zombie. Oh, da kommt einer. Da kommt. Puh, fast reingerannt. Sag bloß. Hier unten ist Pier auf jeden Fall. Lootboxes. Keine Lootboxes. Okay. Aber ich glaube, die haben die Lootboxes reduziert oder so, als sie die Gunmace eingefügt haben oder so. Das kann schon mal sein, also sonst wäre das vielleicht auch übertrieben, aber also wie gesagt, das ist halt irgendwie sowieso mit Survival, ich weiß nicht, also ich kann es eigentlich nur gut heißen, beides im Spiel zu lassen. So, also wenn die Spieler dann, also ich hatte ja sowieso schon das Problem, dass die Spieler dann so gelootet haben, also so ausgerüstet vor mir standen, wo ich gerade mal das Spiel angefangen habe, das war dann schon richtig, da kriegst du es kotzen. Naja, also ich würde mich irgendwo halt aufs Dach bringen hier irgendwie, aber ich glaube, das ist hier erstmal weniger so das, was ich machen will. Also hier scheint irgendwie nichts los zu sein, aber hier war doch irgendwo ein Spieler, der auch gelootet hat. Habe ich auf jeden Fall ein bisschen Loot war missing, so.
Also ein bisschen ausrüsten vielleicht. Noch einen Helm hatten wir, glaube ich. Ach nee, hatten wir noch gar nicht. Aber was zu trinken. Hier fehlt Luft? Nee. Guck mal, hat man. Einfach hier hinten hinstellen mit einer Shotgun und wenn einer rumkommt, gleich abdrücken. Das ist auch manchmal ganz lustig, wenn man genügend Ausrüstung hat oder so und so sich mal hinreißen lässt, zu sowas irgendwie über längere Zeit durchzuziehen. Das kann manchmal ganz lustig sein, so, aber da braucht man halt auf jeden Fall viel Ausrüstung. Also das eine Mal auf der Gunmaster, wo ich dann gesagt habe, jetzt raus oder so, wo die, ich glaube, da hatte ich ziemlich viel Zeug. So. Das fand ich schon ziemlich cool. Hatchet ist glaube ich ziemlich effektiv. Ja, das ist ein Spieler, oder? Nee. Ich dachte. Na, da hinten? Auch nicht. Da auch nicht. Okay, da kommt einer. Der war mir zu schnell. Das ist, glaube ich, immer mittig, das Fadenkreuz. Also muss man hier gucken, dass man sowas als auch als Nahkampf-Dings. Oh, eine Rüstung, schön. Stormtrooper-Rüstung. Die Lootboxes, ein paar Lootboxes holen. Ich bin wirklich schlecht ausgerüstet, glaube ich. Auch eine Granate könnte man da reinfeuern. Kommen wir von der anderen Seite und hauen eine Granate rein. Mal gucken, wie. Rechts war nah dran, links weiter weg. Wo sind sie denn hin? Das ist ja schlecht. Fury Spraycan! Fury! Vielleicht hätte ich gerne mal so ein G36 wie in diesem komischen Fade Spray Niveau, so wäre cool. Ey, das wäre wirklich toll. Mut, entfernen wir hier mal ein paar Pistolen. Fury? Geht nicht. Was ist das für eine Farbe? Ja, machen wir eine rosane. Machen wir eine rosane Trench. Nee, ich hab doch hier. Was ist das für eine Farbe? Grün. Sieht man oben links. Ach, ich hätte auch keinen Bock drauf, so richtig. Wirklich nicht. AK-47 habe ich nicht, das war ich dachte die Trenchcan ist eine AK, das sah so ein bisschen so aus, aber ist irgendwie nicht. Ah, da können wir hier uns mal austoben. Rechts war nah dran, so weiter weg. Und? Ha, bam! Lootboxes! Oh, wie viele Lootboxes war das? Das ist ja krass. Nehmen wir alle mit, alle. Hier waren drei. Eine blaue, na gut, das war jetzt nicht so die Ausbeute. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall, kann ich mal schön mal ein bisschen gucken, jetzt, was ich hier gesammelt habe. Das war auf jeden Fall mega special, so gleich erstmal eine Horde Zombies von in die Luft gesprengt. Was haben wir denn schönes? Eine AS-50. Wir können die auf jeden Fall, das war die Tür, der immer ins gerannt. Das ist eine Sniper, dann können wir die wo wir keine Money haben, erstmal hier hin machen. Alpha Loot Crater ist immer was Gutes. Also überwiegend, naja, manchmal auch. Ja. Manchmal hat man auch irgendwie Pech mit der Alpha Loot Box. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Bravo Loot? Charlie Flash Granite. Okay, cool. Arbeite ich auch manchmal mit. Eine Uzi, na schön. Rennen wir jetzt hier mit einer Uzi um. Das ist cool. Das mache ich doch.
Gern. Aber ich habe hier noch die Rüstung noch nicht angezogen, oder? Ich hatte doch hier eine Clone Trooper Clothing Dings. Die gibt ja auch nur 4 Rüstungen. Da ist ja die eine besser auf jeden Fall. Die eine. Die Green Dusk oder so. Casual ist nicht gut. War die jetzt auch in so einer Kiste, aber echt wirklich. Das ist ein komisches Casual Clothing oder so in der Lootbox. Also das ist auch wirklich unspektakulär irgendwo. Haben wir Dosenöffner? Ja. Dosenöffner. Also Schraubendreher geht auch zum Dosenöffner. Oh, Wasser. Ich habe nichts zu trinken, oder? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, ist auch Multicolor Spray Can. Ich nehme die Uzi, mache die Multifarben. So, hab jetzt eine farbige Uzi. Und teile ich mir erstmal so eine Melone ein. 3, gut. So, AS50 hat Tatsache gut 10 Schuss. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich was Wuchtigeres. AS50 war nicht so beeindruckend, glaube ich, aber ist, glaube ich, besser als die Uzi für Distanz. Los, Game 2 Wasser, oder? 2, Tatsache, cool. Blueberry, ich habe eine grüne Uzi. Die ist getarnt, die sieht man nicht. Schüssel, das ist ja eine Schüssel. Flashgranate, also Gebäudesturm mit Flashgranate und so, ist schon cool. Ja, das ist hier. Das ist keine Weaponized-Schüssel, die geht gleich kaputt. Wie ihr seht, legt die sich wieder auf. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist sehr merkwürdig. Und die schnellen hier angemacht und so. So, okay. Hier hinten geht's irgendwie diesen langen Weg entlang. Die Straße, die will ich immer nicht lang gehen, weil der ist wirklich ellenlang. Da brauchst du wirklich viel Essen und Trinken, um den Weg dann durchzustehen. Ne? Das ist ein bisschen ätzend langweilig dann. Achso, hier kann ich mal mein Tuch reinigen. Wenn ich hier niemanden sehe. Da hinten ist einer. Ich habe noch die Scharfschützengewehr. Ist der da in dem Haus drin? Ich glaube ja, ne? Kommt er da unter den Weg entlang? Treffe ich den? Was denkt ihr? Ah, scheiße. Der hat einen Clone Trooper Helm. Den sollte man sich holen. Ich habe hier irgendwie so einen Ladefehler auf jeden Fall. Das ist manchmal auch ätzend so. Das kann manchmal ätzend sein, ja. Wo ist er denn hin? Der ist da in dem Haus drin. Ich sehe ihn doch. Da ist er. Da kommt er gleich raus. Und zwar, wo kommt er raus? Der hinten bestimmt. Ich mach das mit der AS, mit der Mac. Mac 10. Den hole ich mir. Bäm! Voll in die Fresse! 9 Schuss. Stanak. Trinken, der hatte Trinken, Leute. Der kam. Die Tatsache, der nicht dumm, der Typ, ja? Der kam. Was hat mich jetzt getroffen? Hat mich irgendwas getroffen? Tatsache, was ist das? Schießt irgendwer, oder? Was ist denn das? Ich habe keine Statusveränderung. Ach so, das ist Trinken. Ach, ich Idiot. Mann. Ich denke hier schon Wunderwelt, Alter. Das kommt da. Was ist jetzt? 4, 5, 8 oder so. Nee, schade, doch weniger. Auch weniger geworden, oder? Völlig hier schon. Wenn man so lange spielt, hier auf so einem
Denkumen, Denkumen, dun 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 dun. Denkumen, dun dun dun, Denkumen. Gut, dass ich die Uzi genommen habe und nicht die AS-50, weil die ist, glaube ich, nur eine Einfachschuss oder so. Ich brauche wieder was zu trinken. Ja, was ist denn bei euch eigentlich so hier, Phase mit Generationsding so? Ich finde meine Generation, Alter, also Upgrade-Generation, halt schon ziemlich cool. Und effektiver als diese Generation, die seit den 80ern. Also, die, ich finde also so 90s U's, Child, 90s Child, 2K U's. Das finde ich halt irgendwie so. Ich finde meine Generation eigentlich schon. Man muss nur bedenken, irgendwie. Also, wie gesagt, was ich hier höre von den Drogen, die da bei mir am Bahnhof im Umlauf sind oder so, ist es schon mega krass, was man da so hört und so. Das ist dann schon abartig, dass man dann so sagt: Hey, die haben schon Teile, die haben Speed und was die da nicht alle haben und so. Also, widerlich. Richtig krass. Also, da lobe ich mir doch, wie gesagt, hier so meinen Alkoholkonsum. Also, das ist nämlich schon ein bisschen denn, schon besser. Auf jeden Fall. Gesünder. Gesünder als. Irgendwie. Ey, was ist denn das? Keine Ahnung, lass mal fressen. Okay. Kotz. Kennt da hier den Film. Wie hieß denn der? Kevin und Perry Tunis. Das war im Cream Amnesia. Nee, nicht im Cream, sondern im Amnesia. Aber von der Musik her hätte es Cream sein können. Ja, ich weiß auf jeden Fall, da kommt irgendwie eine neue Generation gerade hoch. Und die sollte halt, wie gesagt, immer dran denken. Dass dann noch eine nachfolgende Generation kommen sollte und so und dann hier mit Effektivität dann von künstlerischen, sozialen, produktiven, wirtschaftlichen Faktoren und da setze ich mich natürlich gerne in meinem Metier für ein, möge das sehr vielschichtig, wie gesagt, sein, wie man schon betrachtet hat, sogar wie sogar schon in der L angekommen ist. Also natürlich haben sie schon gelobt, auf jeden Fall fand ich cool. Die kennen irgendwie so ein bisschen von mir schon. Scheiße! Ah, was war das? Das blute. So, wieder Blutungsstoff und Schlachtnetz. Das ist ein Schlachtball, halt, deswegen war ich Schlacht. So ein Tuch kann man wieder sauber waschen, wie gesagt. Es regnet, es ist nicht schön. Also die Sichtweite ist ja jetzt echt, ich weiß nicht, wenn ich habe zwar Full HD eingestellt, aber irgendwie die Latenz ist halt, die Latenz halt, glaube ich, für Full HD ist so ganz hin. Dass man halt sagen kann, ihr seht es vielleicht ein bisschen unscharf dann irgendwie oder noch schlechter, wenn es jetzt hier regnet. Das heißt, der Toggle Downfall oder so der Befehl dann einkauft, dass man dann durch Regenzeug ausschaltet. Laufen wir uns wieder drin, ach, das ist alles. Ich hab doch gerade was getrunken, oder? Wo ist denn das hin? Na, wo ist denn das hin? Das können wir auf jeden Fall kombinieren. Ne? So, das können wir kombinieren, das wird. AK-47 Starnack. Kann ich Starnack? Kann ich irgendwas mit Starnack? Die 36 nicht? Ne, hat Eisbett Starnack. Ich hab einen KV11 vielleicht. Ne, hat man eine K7, das ist schade. Das können wir nicht hier. Das können wir da oben machen. Später brauchen wir erstmal nicht, weil später ist nicht gut. So. Ich hab hier noch eine Cola gefunden. Minecraft, da kriegst du Klicks, sagt man. Minecraft, da kriegst du Klicks, sagt man. Bei YouTube. Wann wird mein Bierchen geliefert? Bierchen.
gut an. Hier mal an. Irgendwen habe ich da gerade. Was waren das gerade? Ach, hier sind zwei. Einen habe ich gekriegt. Das waren drei. Das ist jetzt die Spieler. Also hier steht sowieso immer ein Player killed. Ich habe keine Ahnung. Und dann eigentlich setzt er sich doch drin zurück. Okay, Leute, es ist wieder Garmisch-Zeit. Garmisch. Boah, Garmisch. Und 1 und 2 und 3 fliegen weg und Adrenalin, das pfeifen wir uns ein und dann geht's gleich zur Sache. Was haben wir da? Meatpack, okay, brauchen wir bestimmt. Das brauchen wir bestimmt. Dirty weg. Ah, Dirty. Ich pfeife mir so ein Adrenalin und dann renne ich da richtig durch. Könnt ihr wissen. Das ist es bestimmt auch gedacht, das Adrenalin hier, ey. So, ich mach das mal woanders. Ah, hier ist ein Dirty weg. Das brauchen wir vielleicht im Survival dann später. Dum 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 Gulli Gulli dum 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 Gulli Gulli dum 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 dum. Okay, ich pfeife mir jetzt Adrenalin ein und es geht los. Ich bin schnell. Schnell. Flashgranate. RPT 50. Okay, 50. Okay. Ah, ist 50. MP5. Geleakt, glaube ich. Da war ein Spieler, glaube ich. Hab ich gesehen, glaube ich. Okay, das war jetzt negativ. Schade. Ich hätte den stören können. Okay, ich schmeiß die Granate. Wo ist er? Hier. Oh. Da war noch eine Wucht, die mich mitgetroffen hat. Das ist sehr schlecht. Aber ich habe halt, wie gesagt, hier noch ein Medkit. Zwei Remington, ne, bitte nur Remington. Bitte nur Remington. Ich hab. Nein! Ah! Nicht! Ah! Ich hatte den Remington und zwei Magazine! Ah! Den Sammelschwung, wo ist der Karma? Ich habe einen Karma von 52.620. Ja. Ah, das war das Adrenalin jetzt gerade hier. Da kam eine E-Mail. Adrenalin. Da kam eine E-Mail. So, Rucksack aufgesetzt. Mann, diese Scheiße da, ich will mal einen Remington haben. Ja, genau. Ich Idiot, geh da auch noch rechts rein, so. Ah, ist ja schön, so. So, dieses englische Let's Play, was ich noch vorhin sagen wollte, hier, das ist irgendwie von der Sprache her, ich weiß nicht, so Etikette, Waren und so. Etikettiertes Englisch, irgendwie so ein bisschen. Verklemmt klang das irgendwie so ein bisschen so dolle konzentriert und so. Ist halt, wie gesagt, man muss dann halt echt. Na, was hattest du da? Ich hab gesehen, da ist eine Waffe gewesen in deiner Hand. Ja. Kick mich noch so an. Sag. Hier. Das ist mein Zeug, genau. Der hat mir aber irgendwas geklaut, diese Assi, diese Drecksau. Ich nehm es auf. P90. P90 ist auch gut. 90 gefällt mir sehr gut. Nee, hau ab. Lass mich. M1911 ist eine normale. Oh oh. Ist eine normale Handfeuerwaffe. Wisst ihr ja aus verschiedenen anderen Spielen. Da hinten kommt wieder einer. Gut. Haben wir irgendeine Nahkampfwaffe? Nuttenbumser. Hab ich irgendwie.
Ich bin jetzt hier irgendwie schon lange am Überleben gewesen. Na, ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es einfach nicht sagen sollen. Das wieder hier, also. Der hatte erst wirklich, da habe ich doch gesehen. Ich habe es doch gesehen. Der hat einen Zopf und der sieht aus wie eine Frau und dann hat er plötzlich einen Bart. Was ist denn da los? Das kann ich nicht leiden, wenn du dann irgendwie mit einer Frau ins Bett gehst und die nächsten Morgen dann irgendwie aufwacht und einen Bart hat. Stellt euch das vor, das kann ich nicht ab. Oh. Ja, genau. Der hält seine Waffe noch. Der hält seine Waffe wacker noch, obwohl er schon weg ist. Der hält seine Waffe wirklich noch. Geil. Miau, eine 44er Magnum. Ich wurde geboren mit einer Magnum. Muss ich jemand nehmen? Ich wollte den Originalnamen sagen. Tom? Tom? Der hieß doch Tom, ne? Nicht Tom Lewis. Tom Selleck. Tom Selleck, glaube ich, ne? Tom Selleck. Tom Selleck. Der kam mit Magnum aus der Vagina seiner Mama raus. Der kam mit Magnum zur Welt. Magnum, du hast die Haare schön. Magnum. So pfeift dir was ein. Magnum. Juhu. Mir geht's toll jetzt gerade. Doch, manche habe ich den guten, so irgendwie, dann freue ich mich doch so über so Zeug. Dann bin ich wieder wie in einer tollen, humanen Situation angekommen, die wirklich. Ich nehme dir das mal da weg, nicht? Nee, hat er nicht. Oh, der hat hier viel Zeug. Lässt du mich am Leben, du Assi? Ich wusste es. Ich hätte reagieren können. Ich hätte so ein Nachtsichtgerät wenigstens gehabt. Ja, also wie gesagt, Gunway ist ein bisschen scheiße, irgendwie zuzugucken für euch vielleicht, wenn ihr zuguckt. Also wenn ich hier eine Alleinunterhaltung mache, ist es ein bisschen ätzend so. Wäre schon cool, wenn ich mal irgendwie jemanden hätte, der Freunde oder so hier von früher, die. Also ich habe Freunde. Ich will mich nicht reduzieren auf jemanden, der keine Freunde hat. Ich bin wirklich fleißig und habe wirklich meine Kontakte auch. Und wie gesagt, aber ich habe auch, wie gesagt, meine besten Freundschaften von früher. Das ist halt wirklich, man verläuft sich irgendwann. Die Wege verlaufen sich dann irgendwie so. Das ist halt wirklich die von früher irgendwie. Man sieht sich selten. Wenn man sich sieht, kann man aber harmonieren wie früher. Und dann bin ich am Abkotzen. Ja, warum ist das Verhältnis nicht besser so? Magnum, du bist die Haare schön. Magnum, du hast einen riesen Ding. Magnum, wo ist die Kugel hin? Magnum, du bist so cool dahin. Magnum. Remington, give me the Remington Steel, Remington Steel. Ich hab den mit dem Bart abgeknallt, jawohl. Ich hab zwei Leute gekillt gerade. Oh, der hatte schon viel, ey. Der mit dem Bart. Ich brauche eine. Ach, Scheiße. Was war denn das? Mann, ich renne hier mit einer Magnum. Ach, die war ja sowieso la. Kick dir den Bunny an. Wie der Bunny mit den Ohren kann. Magnum. Wenn pfeift hier wird ein. So kann es ja auch nicht sein. Ja. Every Cure. Und ich will den Drag. Und das auch. Das hat er mir geklaut, die Drecksau. Das gibt's ja nicht. Du bist doch das größte Dreckschwein, was hier überhaupt noch rumläuft. Wer schießt denn da immer? Wo schießen die hin, ey? Wo kommt denn das her? Ich seh die immer nicht. Das ist schon Nubi. Ein bisschen Nubi. Ich denke hier immer an der Lava. Wenn man an der Lava, dann wurde ich öfter mal getroffen. Das ist auf jeden Fall ein Feiermoment.
jetzt, ey. Ich hab Unfall getroffen, ja. So ein Scheiß, aber auch. Hier ist Scar Age. Da habe ich Stunak. Stunak-Kondition? Stunak habe ich. Scar Age. Scar Age, schnell umschalten, schnell umschalten, schnell umschalten. Nein, der hat mich. Schnell umschalten, habe ich gesagt. Ah, da war ein Spieler. Pack, hast du 417. Okay, das wird ein Player vs. Player, glaube ich. Ich brauche noch ein Magazin. Ich glaube, mit einem Magazin komme ich hier nicht weiter. Also das ist jetzt nur ein bisschen gierig so. Ich glaube, ich muss hier wirklich echt ein bisschen aufpassen. Das ist auch nicht schlecht. Hier ist gerade... Nein! Ah! Ah! Kubo! Kubo! Kuboilendex! Mann, ich habe nicht einen Schuss mit der Sky. Ich hatte die so lange nicht, ey. Die ist wirklich selten geworden im Spiel. Ist das meiner gewesen oder deiner? Ich weiß es nicht, aber hier wegen meiner, hier Minecraft, für ja, ihr wisst schon, ja, dieses Miner-Kult, Bitcoin. Ja. Wo ist denn eigentlich hier mein Surface? Was macht mein Surface? Akku leer? Tatsache Akku leer, wa? Ich hatte doch die ganze Zeit ein bisschen Bitcoin hier. Clean Rack, wie viel? Ich glaube, mehr als viel brauche ich nicht. Also so ein Morphin-Syringe ist schon was Feines. Kick dir das an. Wie er da mit den Nippel klappen kann. Kick dir das an. Mit den Nippel klappen kann. Da kam doch so ein Sackgesicht dann. Hier. Oh, scheiße, Mann, Mann. Scheiße, Mann, Mann. Da, 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 da. Los, nimm alles mit und hau ab, sag ich mir. Scheiße, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Ich hab so viel Zeug, Alter, ich hab so viel Zeug. Ich hab so viel Zeug. So, weg, weg, weg. Ah, ich bin weg. Juhu! No! Keine Muni, keine Muni. P90? Keine Muni. M4A1 hatte Muni. 45er, Alter, geil. Das kann jetzt was Schönes sein. So, gut. Campen. Erstmal campen. Also wir haben hier erstmal Special Clothing. Wusste ich gar nicht, dass es was gibt. Das ist ja auch krass. Wir nehmen all hier so ein Forest Army Helmet. Wir haben noch eine HK-47. Dafür haben wir keine Muni. Press R von mir. Ammo 0. Ammo 6. Die können wir schon mal nehmen. Ammo 0. Ammo 0. Ammo 0. Ammo 0. 6 hatten wir. Der Satiga hat 0. Hat 0. Sporter hat 0. Sportermagazin? Findet man das oft? Jetzt habe ich kein Sportermagazin. HWP 0. Die FRL, die wollte ich auch mal ausprobieren. P250, Stanag habe ich auf jeden Fall massig. G18 hatte ich auch, oder? Hatte ich eine G18? Ne, hatte ich nicht im Spiel davor. Das hat auch 0 Ärmel. So ein Rucksack noch. ME, massig zu fressen jetzt hier durch das ME. P250 habe ich aber auch nicht, wa? B-Pod kann ich hier irgendwie. B-Pod mache ich mal an die. Die hat mehr. Nee, ich hätte mehr Standard-Magazine. Also machen wir den B-Pod hier ran. Haben wir noch irgendwas zum Aufrüsten? Was ist das hier noch? Standard. Standard, Standard, Standard. M107 habe ich nicht, wa? M107 habe ich nicht. HWP, HK417 alles. Okay, cool. Das ist ein Lauf gewesen. Das war jetzt wirklich ein Lauf. Warte mal. Asmo Spray Pant für Scar Age und M4A1. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Gleich mal lackiert, haben wir weniger. Asmo sieht richtig geil aus, glaube ich. Ja, weil. Laufen wir hier rum wieder. Übelste Pro. Mal gucken, wie lange wir existieren, ne? Ich habe keine Nahkampfwaffe übrigens. Die Waffe sieht schon toll aus. Wo geht's denn hier hin? Wo geht. Ach, das ist hier dieser Stadtteil, glaube ich, mit der Polizeiwache dann irgendwann, ne? Oder?
trinken. Also wie gesagt, wenn man da, glaube ich, zu lange lootet oder so, dann hat man halt, wie gesagt, alles Inventar voll mit irgendwelchem Zeug, so, aber kein Essen und Trinken, das wäre dann auch scheiße. Da ist wieder ein Ladefehler am Ladebalken. Ja, hier geht es auf jeden Fall ziemlich weitläufig nach vorne, okay. Ja, was ist, welches Stadtgebiet ist denn das? Ach, das ist das, wo ich davor war, wo ich hier diese Zombies weggesprengt habe mit der Granate. Ah, da bin ich auch gern. Und da habe ich natürlich auch gern Waffen. Ein bisschen was zu trinken suchen hier. Ich habe jetzt erstmal, ich glaube, ich pfeife mir erstmal so ein MRE ein, hier bin ich gut umsorgt. 45 Schuss, eine Trommel, Standard-Trommel habe ich dran. Schon mal cool. Ich glaube, M107, was ist die M107? Ich weiß nicht, da gibt es noch eine mit 150 Schuss. Das ist so ein schweres Maschinengewehr. Schon toll. Schweres Maschinengewehr. Blueberry. Blaubeermatten, Blaubeermatten, Blaubeer. Captain Blaubeer gibt's, ne? Glaube ich, oder? Heißt der Blaubeer? Eine M9 hatte ich doch hier auch. Eine M9 hatte ich doch. Gleich mal laden, durchladen. Kann man auf jeden Fall nicht gut heißen, so unbewaffnet. Unbewaffnet. Ihr wisst. Wie spät haben wir es eigentlich? Wie spät? Ah, Kick. Habe ich da richtig geschätzt. Warum? Das ist ein Spieler. Hab ich ihn gekriegt? Kommt dann nach. Der kommt da. Das ist umgefallen, oder? Hm, da sind noch ein Haufen Zombies drin. Ach, ist das scheiße. Ich habe keine Nahkampfwaffe. Oh, guck mal, was er hatte. Ich hätte noch 3 Schuss hier. Aber ich habe auf jeden Fall einen Pizzaman. Was hat er denn? Oh, auch. Ammo 1, Ammo 5, M1911, Ammo 0, Trenchgun, Ammo 0, mit 10, nehme ich mit. M1FL hat er nicht. P250 war gut, hat mir gefallen. Ammo 0, Ammo 5, M1 gerannt. G36, Ammo 0, M1 gerannt, Ammo 0, M240B. M240, oh, der wäre würdiger Gegner gewesen gerade, hab ich gerade festgestellt. Large Grey Backpack. So, okay. So ein Antivirus nehme ich mal mit. Zweimal. Ich glaube, ich brauche so viel Tücher auch nicht. Immer ins Garant nehme ich mal mit, gebe ich ihm hier zurück. Was gebe ich ihm zurück? Ich brauche, glaube ich, so viel. Ich mag die Desert Eagle, glaube ich, irgendwie. Die Magnum und so mag ich gar nicht so doll. G36 nehme ich mal mit, habe ich. Die finde ich noch cool. M240B tauschen wir gegen ME. Dann Army Claws. Ich glaube, ich habe gar keine Rüstung gehabt, ne? Das wäre auch noch gut. Ich brauche nur ein Tuch. Achso, nee, ich hab schon die Spitznasch. Ich glaube, ich habe einen Druck, dann nehme ich wieder einen Druck zurück. Gut, ich pfeife mir jetzt den Energy Drink hier ein. Dann sind wir jetzt mega ausgerüstet. Wir sind mega ausgerüstet. Und ihr seht, was man alles erreichen kann, wenn man nur hier sich ein bisschen Mühe gibt. Ja.
Eine Wasserflasche ist schon was Tolles. Wir müssen sowas auch würdigen. M240B hatte M240. Die hatte doch noch hier 137. Das ist übrigens, was ich gerade erzählt habe. Die hatte so viel Schuss. Ey, cool. Rennen wir hier mit so einem Megateil rum. Die Hallervon. Oder kennt ihr diesen Jungen, der seinen Knarre da durchlädt? widerlich. Tue Solar. Bisschen was Standard brauche ich auf jeden Fall. Immerhin 107 ist doch eine M42B, ist das okay. Ich kann auf jeden Fall hier das ME wegpacken, das wegpacken, das wegpacken, das wegpacken. Nee, das lasse ich mal drin. G18 Magazin habe ich auf jeden Fall auch. Okay, laden. Wieder mehr Platz. So, kann ich kommen? Wow, Airport Anybody, ja, yeah, Wort Airport, also wie gesagt, Airport ist nicht wirklich was für mich da irgendwie so hier mit diesem komischen, also Art Survival und so ist es in dem Spiel, glaube ich, noch mit am härtesten da zu überleben, weil ich bin da wirklich verhungert und verdurstet dann irgendwann, weil Da kamen irgendwie keine Sachen mehr rein. Wirklich, ich hab Waffen gefunden, ich hatte irgendwelche Waffen, Munition wurde knapp, aber richtig abartig. Also wie gesagt, ich habe dann irgendwie echt Probleme gekriegt da mit Survival. Oh, hier ist alles gelootet. Das bedeutet, hier ist doch wieder ein Spieler. Oh nein! So viel Zeug! Nein! Ist das scheiße! Ich habe jetzt keinen Bock mehr, Leute. Wirklich echt ohne Scheiß. Respawn. Wir starten hier wieder. Wir fahren langsam runter. Ich habe wirklich keinen Bock mehr jetzt. Also ich hatte jetzt so viel Zeug. Wo kam denn der her? Das ist ein bisschen scheiße, Mann. Das ist wirklich ein bisschen scheiße, Mann. Ich verabschiede mich für heute auf jeden Fall. Es ist 19.24 Uhr. Vielleicht später nochmal heute Nacht oder so. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Das wäre dann irgendwie so. So, ne? Hier, mit und so. Gut. Tschüssi. Erstmal. Ciao.